Hey Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. ATS Trucking heute on Tour Video. Wir genießen noch ein bisschen den Kennwort Highway Killer. Und ja, heute ein bisschen Getreide fahren. Mir hier mal so einen Getreidehänger zugelegt und der ist hinten auch lenkbar und eine Liftachse hinten auch. Und ja, wollen wir mal gucken. Ich habe mir schon einen Waypoint rausgesucht. Müssen wir ein kleines Stück fahren, um die Fracht abzuholen. Bereit machen hier. So. Boah, das ist ganz schön lang, das Teil hier raus zu buxieren. Das wird schon die erste. Das wird schon die erste Hürde hier. Ah, kommen wir da rum? Da kommen wir rum. Wieso sagt er hier, ich soll rechts rum? Achso, ich kann da nicht. Ich muss auf die Brücke. Ah, das natürlich auch. Gut, dass kein Verkehr ist gerade. Samstag, 7.55 Uhr. Die perfekte Zeit. Schönes Wetter. Genial. Biege nach links ab. Aufs Lenkrad geguckt. Ja, dann müssen wir so eine extra Schlaufe fahren. Demnächst rechts abbiegen. Auf die Brücke kommen. Biege nach rechts ab. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Ah, kommen wir da rum. Perfekt. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Oh. Wie am Schnürchen hier. Zum Abholort. Naja, wir müssen hoffen, dass wir nicht zu spät kommen. 19 Stunden ist die Fracht noch verfügbar. Ach, brauchen wir nicht durchgezogen, aber grün. Immer geradeaus. Der war zu weit unten. Halten. Ah, erste Ticket.
Zähler einbauen hier, Alter. Ich bin auf jeden Fall ein Ticketsammler. Biege nach links ab. Ja, man kann das auch ausschalten, aber warum? Wer zu schnell fährt, muss bestraft werden. Ganz einfach. Hier, nur fahren sie doch. Jetzt bleibt doch nicht hier stehen. Und auch hier, ihr wisst ja, ne? Mods unten in der Beschreibung. Der Highway Killer ist leider nicht aus dem Workshop, das ist eine Mod bei John Luda. Finde ich, lohnt sich aber. Spaß an ATS und so Custom Trucks hat, da ist das auf jeden Fall auch ein Muss. Die Mods sind alle vom Feinsten ausgearbeitet. Jetzt ja hier die Spiegel, wie die aussehen, alles fantastisch. Er macht einen super Job. Boah, jetzt hier 64 Meilen noch zum Abholort. So schnell unterwegs. Ja, ich beeile mich auf jeden Fall, dass hier nicht alles zu lang wird. Das ist auch schon eine ganz schöne Anreise zum Abholen. Ich hoffe, die Fracht ist gleich noch da. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Die Uhr 9.21 Uhr, ja. Nimm die Ausfahrt rechts. Oh, herrlich. Demnächst rechts ab. Rabom, rabom. Ja, herrlich, herrlich. Wie ihr seht, oben rechts in dem Display, ihr seht das, 42.000 Meilen bin schon unterwegs gewesen. Natürlich auch im Tausch mit meinen Mitarbeitern zwischendurch, aber mit dem fahre ich wirklich viel. Vielleicht machen wir nochmal ein Sound-Update. Sound könnte für so ein, sag mal, Outlaw-Custom ein bisschen kerniger muss sein.
Ja, und der Kilometerstand, ich habe jetzt irgendwie was mit 26 LKWs oder noch mehr. Ich habe es dann noch gar nicht gezählt, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß gar nicht, ob man das im Manager sehen kann. Muss ich gleich mal gucken. Demnächst links abbiegen. Da sind 42.000 Meilen schon viel auf dem Ding. Biege nach links ab. Ja, der fährt wie Butter. Unglaublich. Allerdings wohl nicht so geeignet ist, was bei diesen Getreidemissionen natürlich auch vorkommen kann, dass man auf unbefestigten Boden kommt. Ne? Also das mag er in dieser Konstellation so hart tief, mag er das nicht unbedingt. Ah, wir sind da. Wir sind fertig. Oh, noch ein Stück vor. So, jetzt Mission sei noch da. Jawohl, sie ist noch da. Was haben wir hier noch? Ah, das ist alles zu weit. Wir nehmen die hier. Ganz schön viele Kilometer für den kleinen Geldbetrag hier. Aber muss ja alles im Rahmen der Zeit so ein bisschen passen. So. Auf der anderen Seite. Da hin, der Silo. Ich lasse schon mal die Achse hinten runter. Da muss er hin. Na, das könnte ja sogar ganz gut funktionieren. Erstmal hart um die Ecke rum. Boah, da bin ich ja mal gespannt jetzt. Sieht einfach aus, ist es aber durchaus nicht. Ah, sehe ich schon das erste nicht so schöne Hindernis. Wir müssen trotzdem weiter rum. Werde ich ihn erstmal gerade ziehen müssen gleich. Schlagen. So. Jetzt gerade. Ein bisschen daneben, aber das können wir vielleicht noch. Hoppala. Nein, 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 nicht so weit, nicht so weit, nicht so weit. Können wir noch ein bisschen korrigieren. Oh, komm rum, komm rum. Ja, passt. Tatsächlich. Puh, nicht ganz gerade, aber drin. Herrlich. Und wie immer, das kennt er ja schon, erstmal ein Screenshot. So. Wir brauchen ein schönes Thumbnail fürs Video, ne?
11 Uhr. Los. So, mal kurz. 261 Meilen. Alles klar. Ab geht die Post. Schöner Tag, Fenster runter. Schon eine lange Anreise. Die haben ja keine Geschwindigkeitsregeln, also Regeln schon natürlich. 65 km/h vorgeschrieben. Haben wir ja fast. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Ehrlich.
U-Bahn. Also könnte ich mir stundenlang reinziehen. Was ein geiler Sound. Also hat man mittlerweile auch echt Auswahl. Ich weiß nicht, ich habe jetzt so, das sind vielleicht 4 oder 5 verschiedene Mods für Motoren. Auch welche, die nicht for free sind. Ja, mittlerweile eine Auswahl an Motoren, das ist, weiß ich noch gar nicht, was man einbauen soll. Was ich nur empfehlen kann, ist auf jeden Fall Kriechbaum und C-Mod. Die beiden machen die Sache echt gut. Gibt es welche for free, gibt es welche, die gekauft werden müssen. Und dann treten die verbrannt. Allerdings die Felgen auf dem Trailer sind nicht aus dem Game. Ja, also da sind, glaube ich, jetzt hier auch die 24,5 drauf. Rate 0 Development. Rechts halten, dann Ausfahrt rechts nehmen. Boah, jetzt ist nicht, was die Ausfahrt verpasst. Nimm die Ausfahrt rechts. Das große Display machen. Geradeaus. Okay. Hier draußen sollte uns keiner bestrafen, wenn wir ein bisschen zu schnell fahren. Aber wir müssen durchziehen. 77 Meilen noch, haben wir schon ein gutes Stück geschafft. Wir müssen jetzt gar nicht mehr so auf den Tunnel rücken. Guten Morgen.
Morning, da sind wir. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Das machen wir doch. Gar kein Problem. Nimm die Ausfahrt rechts. Jetzt müssen wir aber auf der Waage. Neue Route finden. Tonnchen. Ja. Leichtgewicht, würde ich sagen. Straßensperre mit einer Umleitung von 100 Meilen oder sowas. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Am Kreisverkehr dritte Ausfahrt nehmen. Ach, jetzt will er auch noch, dass ich auf der Waage fahre. Wo ist die Waage? Da unten? Ja, tut mir leid, rückläufiger Verkehr, da muss ich mal kurz gucken. Nee, da ist keine Waage. Ah, die Waage kommt hier gleich, alles. Nee. Die kommt hier gar nicht, weil ich schon am Ende bin. Ach, das Ticket nehme ich mit. Ticket Nummer 2, 3, ich weiß nicht, ich habe nicht mitgezählt. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Aber ich glaube, diesmal waren es nur 2, wenn jetzt nichts mehr passiert. Boah, das ist ja mal ein Kreisverkehr hier für so ein langes Ding. Nimm diese Ausfahrt. Ja, mach ich. Kreisverkehr, erste Ausfahrt nehmen. Und noch so ein, ja genau. Nimm diese Ausfahrt. Nehme ich. Bitte rechts halten. Bitte rechts halten, okay. Da! Ticket Nummer 3. Links halten und dann links abbiegen. Unglaublich. Biege nach links ab.
Biege nach links ab. Keine Ahnung, wo der jetzt gestanden hat. Ich habe ihn nicht gesehen. Endlich, wir sind da. So. Ich nehme den einfachen Weg. Will den hier nicht dazwischen buxieren müssen. Fast geschafft hier. Noch schön einpacken. Und stopp. Ja, das war doch mal eine schöne Tour. Keine Ahnung, wie viele Tickets wir gekriegt haben. Oder ich gekriegt habe. Wenn euch das gefallen hat, macht ein Abo, liked, kommentiert. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.